Ist ja das erste Spiel, dafür sind wir, glaube ich, ziemlich gut reingekommen. Waren auch ein bisschen verhalten, wir hatten ein bisschen Angst, sehr konsequent nach vorne zu spielen. Haben den Gegner auch erstmal ein bisschen kommen lassen, auch erstmal sich an den Platz zu gewöhnen. Das hat ein bisschen gedauert. Hatten eigentlich in der ersten Halbzeit auch ganz gute Chancen. Kriegen dann halt mit dem Halbzeitpfiff das 1-0, was ja erstmal sehr bitter ist. Aber das hat man der Mannschaft gar nicht angemerkt, dass das ein Knickpunkt war, sondern wir haben das dann gut umgebogen in der zweiten Halbzeit und dann auch meiner Meinung nach auch von den Chancenanteilen her und von den Spielanteilen her verdient gewonnen. Naja, es war die Winterpause war ja nicht so lang, da ist nicht allzu viel verloren gegangen. Es war jetzt halt die erste Trainingswoche und die haben wir gut gestalten können. Hatten jetzt 4 Trainingseinheiten und heute das Spiel. Das Spiel gegen Dassendorf wird ja relativ früh sein, wenn es stattfindet am 3.2. Dafür gilt es sich halt schnellstmöglich vorzubereiten. Haben wir nicht viel Zeit, aber das Spiel heute macht Mut auf jeden Fall, dass wir schon relativ weit sind, weil wir ja nicht viel Zeit haben. Und da bin ich auch ganz guter Dinge, dass wir dann auf einem guten Stand sein werden. Ja, natürlich ein Pokalheimspiel ist immer was Besonderes, wenn man dann doch als Oberligist oft auswärts ran muss oder wir allgemein auch oft in den letzten Jahren auch in den großen Spielen gegen die guten Mannschaften im Pokal auswärts ran mussten. Norderstedt haben wir ja vor ein paar Jahren schon mal heim mit einer guten Kulisse schlagen können im Pokal. Da hoffen wir natürlich auch auf die Unterstützung der Fans und dass wir da alles reinhauen, um da eine kleine Überraschung auch schaffen zu können, weil wir immerhin uns in diesem Wettbewerb sehr viel hoffen und auch weit genug kommen wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.